Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungsordnung treten wir ein beim Punkt 9.3, Wiederbelebung der Wirtschaft, des Gastgewerbes und des Mittelstandes in Dresden, Stärkung von Mittelstand und Tourismus. Ein Antrag der AfD-Fraktion. Wer bringt ihn ein? Herr Vetterlein, bitte. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit Beginn von Corona war es vor allem die Tourismusbranche, die in Dresden unter den unterschiedlichen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung gelitten haben. Viele Unternehmen standen und stehen immer noch vor einer Insolvenz. Während sich unsere Fraktion Gedanken machte und Vorschläge unterbreitete, wie wir die Wirtschaft in Dresden wieder in Schwung bringen können, zugegebenermaßen mit den begrenzten Möglichkeiten, die ein Stadtrat nun mal hat, ließen einige andere Stadträte genau in dieser Zeit verlauten, dass es gerade jetzt eine gute Gelegenheit wäre, die Wirtschaft mal gegen die Wand zu fahren und dann etwas Neues zu probieren. Diese Aussagen waren nicht nur ein Angriff auf die Unternehmen in Dresden, hier insbesondere der Mittelstand, der ja bekanntlich der wirtschaftliche Hauptmotor in Deutschland ist, sondern auch auf all die Dresdnerinnen und Dresdner, die täglich früh aufstehen und mit ihren Abgaben und Steuern diesen unseren Staat finanzieren. Diese Aussagen sind ein Angriff auf das wirtschaftliche Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland, ein Angriff auf die soziale Marktwirtschaft und den sozialen Frieden in unserem Land und in unserer Stadt. All diese Errungenschaften in Frage zu stellen, um ein neues wirtschaftspolitisches Experiment zu starten, kann nicht die richtige Lösung sein. Unser Antrag gilt daher als Gradmesser, an dem sich auch die Dresdner Bürgerinnen und Bürger orientieren können. Bekennt sich der Dresdner Stadtrat innerhalb seiner Kompetenzen zur sozialen Marktwirtschaft oder möchte er lieber andere wirtschaftliche Experimente? Wir als AfD-Fraktion bekennen uns uneingeschränkt zur sozialen Marktwirtschaft und lehnen andere Planspiele entschieden ab. Aus diesem Grund bitten wir um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag und somit zu einem klaren Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Ich sehe hierzu keine Wortmeldungen. Insofern, soweit es nichts Gegenteiliges gibt, können wir direkt in die Abstimmung eintreten. Ich rufe auf den Bericht des federführenden Ausschusses und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem federführenden Ausschussbericht Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Neun, drei sind wir. Enthaltungen? Der Bericht des federführenden Ausschusses ist mit 28 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt, was also bedeuten würde, wir würden dann den Ursprungsantrag abstimmen. Gut, dann rufe ich jetzt den Ursprungsantrag auf und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem Ursprungsantrag zustimmen. Die Geschäftsordnung beantragt, vielen Dank, diesen punktweise abzustimmen. Der Antrag hat drei Punkte. Alle drei stimmen wir dann einzeln ab. Gut, dann rufe ich den Punkt 1 aus dem ursprünglichen Antrag auf und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Dem Punkt ist mit 29 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt. Ich rufe den Punkt 2 auf. Bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem Punkt 2 des Ursprungsantrags zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 17 Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen ohne Enthaltung keine Mehrheit gefunden. Und ich rufe schließlich den Punkt 3 des ursprünglichen Antrages auf und bitte um ein Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Sechzehn Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, so abgelehnt. Vielen Dank. Das ist jetzt materiell das gleiche Ergebnis, was wir bei der Zustimmung zum federführenden Ausschussbericht gehabt hätten, aber